Servus und hallo zu einer weiteren Episode Felix das Weiß. Schön, dass du dabei bist und weil wir den Andreas so gern bei uns haben, ist er heute mal wieder dabei. Ganz viele von euch haben sich einen Test von einem Falkenjagdbike gewünscht und heute ist es endlich soweit. Ich darf selbst Hand anlegen, aber bevor ich es fahren darf, führt uns der Andreas jetzt einfach mal durch sein Bike durch, das er gebaut hat und was er sich dabei gedacht hat, Titan für so ein wunderschönes Rad herzunehmen. Hi Andreas, schön, dass du dabei bist. Felix, ja, schön, dass du gekommen bist. Freut mich sehr. Das Rad sieht ja einfach mal wahnsinnig hübsch aus. Ja. Erstmal Gratulation dazu. Was ist denn so, ganz kurz zusammengefasst, das Besondere an dem Rad? Natürlich der Rahmen und die Gabel, Felix. Ja. Also was ist das Besondere daran? Das Material. Wir haben hier das Material Titan im Einsatz. Und es zeichnet sich gerade im Gravel-Bereich dazu aus, dass es maximal strapazierfähig ist, dass es de facto nicht altert, dass es keinen Lack benötigt. Also wahrscheinlich hat der eine oder andere aus meinen Untertönen in vergangenen Videos schon rausgehört, dass ich kein Freund bin von irgendwelchen Bikepacking-Taschen, die hier alles zumachen und wo man auch nicht an Flaschenhalter rankommt. Aber wenn Bikepacking sozusagen gewünscht ist, dann wäre es das Material, was dem Zurren von Taschen und dem Schleifen von Taschen am wenigsten anhaben kann, weil es maximal strapazierfähig ist. Das heißt, es entstehen auch keine Kratzer, wenn man da Nein. Also spürbar sowieso nicht. Und wenn, dann nur quasi sichtbar. Oder gehst du einmal kurz mit einer Politur drüber. Ja. Und dann ist das Rad sozusagen dauerhaft jung. Krass. Was man jetzt auf den ersten Blick schon mal sieht, ist, dass das Oberrohr den Durchmesser verändert. Mhm. Es läuft so kegelförmig auseinander. Ja. Wahnsinn. Was bringt das? Also der Nachteil von Titan ist, ich fange erstmal mit dem Nachteil an, dass es sehr flexibel ist. Und wenn man weiß, wie man sich diesen Nachteil zum Vorteil machen kann, dann kann man mehrere Vorzüge von Titan in sich vereinen. Aha. Denn dadurch, dass Titan relativ weich ist, also man spricht auch vom E-Modul, was sehr gering ist, lässt sich es relativ leicht verwinden. Und dieses leicht verwinden kann man sich zunutze machen, wenn man weiß, wo, um Dämpfung rauszuholen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Bereiche im Rahmen, wo Steifigkeit A und O ist, das Um und Auf. Und das ist natürlich im Steuerrohrbereich wie auch im Tretlagerbereich. Mhm. So, und diese Dämpfung, die wir schon auch wollen und die auch gerade in Kombination mit Titan großen Sinn machen ist, weil Titan eben neben der Eigenschaft, dass ein geringes E-Motor hat, eine extrem hohe Festigkeit hat. Mhm. Du kannst also einen Titan-Draht hernehmen, den kannst du unbeliebig oft hin und her biegen, ohne dass er abbricht. Wenn du das beim Alu-Draht machen würdest, also den biegst du 3-4 Mal hin und her und dann reißt er dir. Ja. Ja, das heißt, Alu ist dazu verdammt steif zu sein, weil es sonst eben irgendwann einmal reißt, mangels Festigkeit. Und Titan hat eben sozusagen die Möglichkeit, vernünftig umgesetzt, sowohl sehr gut dämpfend zu sein, wie auch sehr leicht zu sein, wie auch sehr steif zu sein und dauerhaltbar zu sein. Und genau das ist durch diese Rohrformen auch umgesetzt worden. Wenn man sich die nämlich anschaut, Felix, ist nicht nur das Oberrohr, was konisch auseinanderläuft, es ist auch das Sitzrohr. Das läuft gleichermaßen konisch auseinander. Spürst du es, wenn ich hier rüber gehe? Zum Bottom Bracket. Ja, genau. Ja. Also wir haben hier für überall dort, wo mehr Steifigkeit vonnöten ist, also wird der Durchmesser größer. Genau, erhöhst du den Durchmesser, den Querschnitt und holst da dir diese Steifigkeit wieder zurück. Da hast du ja was ganz Geniales gemacht hier an der Kettenstrebe. Ja. Eine Seite ist eher oval und die andere Seite ist hier so kantig. Richtig. Was ist da der Hintergrund? Wahrscheinlich auch Steifigkeit? Ja, also es ist der Bauraum. Ja? Also beim Gravelrad gibt es ja immer den Konflikt, gerade ums Bottom Bracket herum, zwischen Platzbedarf Reifen, Platzbedarf Kettenblätter, Platzbedarf Kurbel, Platzbedarf Schutzbleche und Funktionalität eines Umwerfers. Und da bleibt nicht viel Platz. So, und diesen diesen Engpass, den kannst du, diesen reduzierten zur Verfügung stehenden Bauraum, den musst du halt maximal clever umsetzen. So, jetzt kommt noch darüber hinaus hinzu, dass wir den Hinterbau auch bei dem CX hier maximal kurz halten wollen. Das heißt, der Reifen kommt nochmal näher ran. Mhm. So, und wir sehen jetzt halt hier schon, wo haben wir das Konfliktpotenzial. Wir haben das Konfliktpotenzial zwischen Freiheit von Kettenblatt zur Strebe, von Reifen,
der sozusagen für sich den Bauraum in Anspruch nimmt, von innen nach außen drückend auch wieder gegen die Kettenstrebe arbeitet, der das Kettenblatt gegen die Kettenstrebe arbeitet, dann wollen wir natürlich eine Kurbel verbauen, die einen maximal kleinen Q-Faktor hat. Ja. Also Q-Faktor ist der Abstand der zwei Pedalaugen zueinander und je enger der ist, desto näher sind wir am Rennrad dran, desto effizienter kann ein Fahrer treten. Das bedeutet aber auch gleichermaßen wieder, je enger der Q-Faktor ist, desto limitierter sind wir wieder im Bauraum. Mhm. Ja. Zum Beispiel eine GRX-Gruppe, die hat einen größeren Q-Faktor, lässt also auch Hinterbauten zu, die breiter bauen. Mhm. Zum Preis eben, dass man breitbeiniger treten muss. Ja. Ja. Es sind dann nur 2,5 Millimeter pro Seite, also ein Q-Faktor-Differenz vielleicht zwischen 5 und 6 Millimeter, aber das ist schon recht viel. Wenn wir jetzt hier die Kurbel uns angucken, dann siehst du, dass da nicht viel Platz dazwischen ist. Also ja. Das sind jetzt hier vielleicht noch so zwischen 5 und 8 Millimeter zwischen Innenseite Kurbelarm und Außenseite Kettenstrebe. Mhm. Denn auch hier sind wir natürlich maximal bestrebt, die Kettenstrebe maximal breit zu machen, um aus der Kettenstrebe die Steifigkeit sicherzustellen. Und dieses Schmiedeteil hier, das sichert uns sozusagen den Bauraum. Mhm. Ja, ist zwar sehr aufwendig in der Fertigung, weil es auch geschmiedet eben sein muss, um die Steifigkeit zu haben, aber dadurch können wir sowohl Zweifachantriebe verbauen, wie auch Einfachantriebe. Ja. Wir können einen sehr breiten Reifen verbauen, wir können 650B verbauen. Du siehst, wir haben hier Ösen, wir können sogar ein Schutzblech verbauen. Was haben wir denn für eine Reifenbreite bei 700 Cs? Also das Maximale sind so wie hier 45. Ah ja, wow, genau. Okay. Wenn man Schutzbleche verbauen möchte, dann wäre es ein 40er bzw. ein 35er. Und bei einer 650B Größe könnten wir auch einen problemlosen 55er reinbauen. Wow, okay. Ja. Also das ist dann die berühmte Größe 584, 27,5 Zoll sozusagen, ja. mal 2,15 Zoll. Jetzt nochmal ein bisschen rausgezoomt, CX, für was steht das? Ja, also früher gab es ja die Kategorie der Crosser und CX ist eigentlich ein Begriff, der aus dem Cross-Bereich kommt. Ja. Eigentlich fast ein bisschen irreleitend für das Aristos CX, so wie es jetzt für uns steht. Denn vor uns steht, denn das Gravelrad hat in Abweichung zu einem Cross ein tieferes Tretlager. Also wir haben hier ein Tretlager, was ungefähr 2 bis 3 Zentimeter tiefer ist wie beim Crosser. Das heißt, der Drop fällt hier stärker aus, stärker nach unten aus. Der Radfahrer sitzt ein bisschen integrierter im Rahmendreieck drinnen. Ja. Die Crosser haben meistens auch ein sehr, sehr kurzes Steuerrohr, weil nämlich die Gabel sehr lang ist und die Rennradfahrer wollen sozusagen, also genauso drauf sitzen wir auf dem Crosser wie auf ihrem Rennrad, das heißt mit einer extrem hohen Sattelüberhöhung. Ja. Das heißt, das Steuerrohr ist sehr kurz, weil quasi die Einbauhöhe der Gabel entsprechend länger ist und das ist hier bei dem CX auch nicht gegeben. Der Begriff kommt sozusagen aus der Historie. Der Einsatzbereich von dem Aristos CX ist rein Gravel. Mhm. Tieferes Tretlager, längeres Steuerrohr, weniger Überhöhung, die Geometrie eigentlich so ein bisschen vom Rennrad schon auch abgeleitet, aber mehr in Richtung Allround-Eigenschaften ausgelegt. Ja. Ich bin ja gerade eine Runde im Hof gefahren, ganz stark an das Farapera auch erinnert. Ja, ja. Bloß halt jetzt mit dem Unterschied, dass ein anderer Werkstoff ist und dass der Vorbau hier jetzt ein bisschen kürzer, genau. Ja. Was haben wir denn so für Lenkwinkel und Sitzwinkel? Ja, also auch hier wieder wie beim Parapera tendenziell sportiv ausgelegt. Ja. Das Rad soll sozusagen den Schulterschluss von zwei Welten erfüllen. Die Allround-Welt, das heißt ein bisschen Fahrstabilität, Fahrruhe durch etwas flachere Winkel, aber beim Lenkwinkel dann auch ein bisschen die Agilität wieder zurückholen. Das heißt, wir sehen ja hier, dass überall Ösen vorhanden sind. Das heißt, dieses Rad kann sowohl voll ausgestattet aufgebaut werden mit Lichtanlage. Deswegen haben wir hier einen Kabeleinlass hier für ein Lichtkabel. Wir haben hier Ösen für Schutzbleche, wir haben Ösen für einen Gepäckträger. Oder so wie das jetzt Philips Rad, der fährt es komplett nackt. Mhm. Und ich sollte auch sein Rad nehmen, weil hat sich ein bisschen brüskürt gefühlt, dass ich ein schmutziges, nicht gepflegtes Rad beim letzten Mal gezeigt habe. Also hier ist der Beweis, Philipp pflegt seine Räder. Genau. Sehr schön. Aber genau, Philipp hat jetzt hier, der ist ungefähr so groß wie du, auch einen kürzeren Vorbau drinnen. Somit ist dieses Rad sowohl von den Fahreigenschaften allround wie sportiv ausgelegt durch einen längeren Vorbau.
vielleicht durch einen kürzeren Spacer dann wesentlich sportlicher nochmal. Du hast geschickt bei der Frage nach den Winkeln ausgeweitet. Welchen? Ja, also wir haben hier 71 Grad beim Lenkwinkel und 73 Grad beim Sitzwinkel. Okay, ja. Und das ist so ein Maß, was sozusagen beide Welten in sich vereint. Also Agilität auf der einen Seite und Spurtreue auf der anderen Seite und eine sehr berechenbare Lenkung. Ja. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie es sich fahren lässt. Also es sieht schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Lass uns noch ganz kurz vielleicht auf die Komponenten eingehen. Ja. Man kann es ja wahrscheinlich wieder konfigurieren bei euch auf der Webseite. Ja. Du hast jetzt hier auch den Carbonlenker von dir selbst auch drauf. Ja. Den Carpera Speed Gravel Lenker. Genau, der besonders lange auch nach außen geht und dann erst rechtwinklig nach vorne schießt. Ja. Hier den Obergriff. Mhm. Und wir haben die Laufräder, die bei echt hohen Felgenhöhe aufwarten können. Ja. Und die Tune. Sind das Tune-Laufräder komplett? Ja, also die Felgen sind von uns und die Laben sind von Tune. Ja. Genau, also wir haben jetzt hier Carbonfelgen in der Höhe von 45 mm eingespeicht in Tune Prince Princess Laben. Mhm. Das sind sehr, sehr leichte Laben, wirklich sehr, sehr schöne Laben. Die gefallen mir deswegen sehr gut, weil es Straight-Pull-Narben sind, also sprich, da werden die Speichen gerade eingehängt, die haben keinen Speichenbogen. Der Speichenbogen ist immer so ein bisschen die Achillesferse eines Laufrades und durch diese Straight-Pull, durch diese geraden Speichen kannst du eine höhere Speichenspannung aufziehen und dann steifere Laufräder machen. Und im Gravel-Bereich kann man sich natürlich fragen, was ist der Sinn einer hohen Felge? Ja? Ja. Also, gut, es schaut sehr optisch, sehr sportlich, dynamisch aus, haben aber natürlich die Nachteile, dass es ein bisschen schwerer sind, weil mehr Material da ist. Aber wenn du sehr viel aber sie sind halt robuster, weil du einen höheren Querschnitt hast und wenn du sehr viel im Matsch auch fährst, dann ist es so, dass sich auf dem Felgenbett, dadurch, dass die Felge höher baut, sich der Schlamm oder der Dreck, wenn es nass ist, nicht so absetzen kann. Okay. Und wenn du dir mal die Crosser anguckst, die haben auch alle Aero-Felgen, nicht der Aerodynamik wegen, sondern zwar in Kauf nehmen, dass das Laufrad ein bisschen schwerer ist, einfach den Vorteil, dass sich dann in dem Felgenbett kein Schlamm eben absetzen kann, weil natürlich die Felge wesentlich höher vom Boden entfernt ist und dadurch interessant. Nicht so schwer wird. Ja. Und der Lenker hier natürlich auch, also die reinen Crosser, die fahren das mit einem klassischen Rennradlenker, aber auch hier wieder, wenn es in den Bereich Gravel gehen soll, dann kann man auch mit einem Rennradlenker, also ohne Flair, ein bisschen schmäler sozusagen fahren. Oder man nimmt hier eben den Carbonlenker, der einen Rise hat, ein bisschen höher geht, also nochmal ein bisschen den Höhenunterschied zwischen Lenker und Sattel reduziert, man nicht extrem breite Lenker braucht, um noch mehr Kontrolle zu haben, eben durch diesen rechten Winkel, den du vorhin schon angesprochen hast. Und der Lenker von uns hat auch nicht so viel Flair. 17 Grad. Ja, 16 Grad. Und dadurch driftet er nicht so weit auseinander und kann dann der Fahrer kann dann auch noch eine aerodynamische Position im Untergriff einnehmen. Cool. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit einer 1x13 EK. Ja. Und dann haben wir eigentlich ein richtig, richtig perfektes gutes Rad. Richtig. Was kosten die Gaudi? Oh, da kriegst du mich jetzt wieder was. Du hast es nicht gekauft. Ja, ich schätze, keine Ahnung, irgendwas um die 7 rum, Felix. Okay. Ich weiß nicht. Aber durch den Laufradsatz natürlich, der treibt das schon auch noch ein bisschen in die Höhe. Also ich glaube, der Laufradsatz mit Prince und Princess Namen liegt ja schon so irgendwo bei 2 rum. Dann kommt die EK-Schaltgruppe dazu. Ich schätze. Okay, ich verlinke euch einfach auch nochmal den Konfigurator in die Videobeschreibung, da könnt ihr dann nochmal rumspielen und vielleicht auch ein Rad, das über 7 ist oder eins, das unter 7 ist, 7.000 Euro ist, dann konfigurieren. Ja, was kannst du uns über die EK-Gruppe noch besonders sagen? Warum hast du dich jetzt für die EK entschieden und nicht für eine, was weiß ich? Chorus beispielsweise. Ja. Also wenn das Rad tatsächlich so nackt dasteht wie hier, dann passt natürlich ein sogenannter einfacher Antrieb sehr gut. Ja. Der Preis dessen ist natürlich, um eine gewisse Bandbreite zu haben, dass die Kassette eine große Spreizung braucht. Und je größer die Spreizung ist, desto praktikabler ist es natürlich, ohne dass man da in Kauf nehmen muss, dass die Sprünge zu groß werden, desto praktikabler ist es dann natürlich, mehrere Zwischengänge zu haben. Deswegen hat die EK 13 Gänge als einfacher Antrieb
für den eher sozusagen Offroad-orientierten Fahrer ist das, glaube ich, eine perfekte Wahl. Der Rahmen hier aber, der ist natürlich auch gleichermaßen für den Zweifachantrieb vorgesehen. Mhm. Das heißt, diese Öse, die wir jetzt hier nur auf der einen Seite belegt sehen, die ist jetzt hier auf der Seite nicht belegt, da würde sozusagen der Kabelzug für den Umwerfer kommen. Das heißt, unten ist auch eine Führung vorgesehen, um hier auch einen Umwerfer montieren zu können für den Zweifachantrieb. Mhm. Und der Zweifachantrieb, der macht natürlich immer dann Sinn, wenn das Rad ein bisschen sportiver gefahren wird, weil dann die Bandbreite nicht nur abhängig ist von der Spreizung der Kassette. Das heißt, die Kassette kann ein bisschen kleiner ausfallen, sie kann leichter ausfallen und die Schritte sind sozusagen linearer. Mhm. Das heißt, ein Rennradfahrer, also weil das CX ist sozusagen für denjenigen, der aus dem MTB kommt und eine schnelle Offroad-Maschine haben möchte, der wird tendenziell eher vom MTB kommenden Einfachantrieb nehmen, wohingegen ein Rennradfahrer, der sozusagen eine feine Schaltabstufung gerne hätte, der das gewohnt ist, links wie rechts zu schalten, also der würde ins Leere schalten, wenn er hier, du siehst, wir haben hier keinen Schalthebel, ja, den Umwerfer nicht betätigen kann. Der würde, wie gesagt, dann immer eine Zweifachgruppe nehmen, also eine 2x12 beispielsweise von Campagnolo. Und da ist natürlich die Chorus auch wirklich prädestiniert für dieses Rad, denn die Chorus gibt es auch in einer sogenannten Super-Kompakt-Ausführung. Mhm. Und Super-Kompakt bedeutet, dass die Zähne vorne jeweils um 2 geringer sind. Das heißt, statt 50, 34 hat man 48, 32. Mhm. Und das in Kombination beispielsweise mit einer L34er-Kassette hinten, hätte man vorne als kleinsten Gang eine Untersetzung mit einer Zweifach. Also sprich 32 zu 34 hinten. Und das ist für eine Rennradgruppe einmalig, ja, weil wir auch hier wieder den engen Q-Faktor haben, der auch mit diesem Rahmen kompatibel ist. Und wenn dieses Rad dann eher so in Richtung Reise-Gravel, Randonneur geht, sprich mit Lichtanlage, Schutzbleche und so weiter, dann wird es tendenziell eher, glaube ich, mit Zweifach gewählt. Mhm. Und das Rad kann alles. Du siehst, wir haben hier auch Ösen, das heißt, man kann einen Lowrider montieren. Schutzbleche können wir montieren, genau. Wir haben hier die Bohrung für den Nabendynamo. Das heißt, wir können hier auch ganz normal eine Lichtanlage verbauen. Dazu haben wir hier eine Bohrung vorne wie hinten, die uns das ermöglicht. Gepäckträger hier. Gepäckträger, richtig. Ja. Wir haben sogar, auch wenn es uncool aussieht, eine Ständeraufnahme. Ja. Aber wie gesagt, einer der. Oder wegflexen, wenn es einem nicht gefällt. wie ist es denn mit dem Gewicht? Ja, das sieht jetzt so nicht. Also, ich würde sagen, so das Rad, wie es jetzt hier vor uns steht, jetzt habe ich blöderweise die Waage wieder nicht da, aber 8,5 bis 9 irgendwo würde ich sagen, in dem Bereich liegt es nackt, so wie es hier ist, und voll ausgestattet mit Nabendynamo, Lichtanlage, Schussblech, Gepäckträger, denke ich, sind wir so bei 2 Kilo mehr, dann sind wir so zwischen 10 und 11 irgendwo, was natürlich für ein Reiserad, für einen Tourer auch ein fantastisches Gewicht ist. Ja. Wow, ich bin echt mal gespannt, wie sich's fährt. Das Aristos ist ja nicht das einzige, das hier als Gravelbike anbietet von Falkenberg. Gibt es ja noch mehr? Ja. Also wir haben das Aristos CR, das ist das Roloff Gravel, also quasi das Pendant dazu mit einer Getriebeschaltung, mit einer Roloff-Schaltung in Kombination mit dem Riemen. Und wir haben natürlich auch das Speed Gravel, das Aristos RS Speed Gravel. Also ein absolut fantastisches Rad auch. Ja. Also eigentlich momentan mein Lieblingsrad, weil es quasi ich aus dem Rennrad kommend sozusagen diesen Schulterschluss zwischen Straße und sehr leichtem Gelände und also die Isar auch nur so leichtes Schotter, würde ich als leichtes Gelände bezeichnen, perfekt abbildet. Jetzt hier der 45er, das ist ja etwas, also wenn ich an meine ersten Radtage zurückdenke, da bin ich mit dem 2.0er MTB 26 Zöller, der hatte quasi auch nur 50, bin ich da, also auch ungefedert vorne wie hinten, sind wir da die Berge rauf und runter gefahren. Und das ging auch gut, da hat man eine andere Sitzhaltung drauf gehabt, aber das ist für mich eher schon 45 bis 50 ist die maximale Reifenbreite, die man überhaupt verbaut. Und es wird jetzt, aber weil dieser Trend in, also so wie dieses Speed Gravel den Schulterschluss abbildet zwischen Straße, leichtem Gelände und dem CX, werden wir noch ein Aristos Trail Gravel in Kürze vorstellen. Ja. Wie viele Räder willst du denn noch machen? Nee, das war's dann. Lach nicht so. Ich meine es wirklich. Also ich sage es ja jedes Jahr, aber nee, das war's dann, weil, weil wie gesagt, ich will es dann auch immer wieder Radfahren gehen. Ja.
Auf aber, das Trailrunner freue ich mich dann auch sehr. Ja, genau. Also das wird, du kennst doch bestimmt noch dieses pink-orangene Rad, die Stahlausführung. Ja. Und das ist ein Rad, das wird das Pendant zu dem 853 Rennstahl Trail Gravel in Titan sein. Das heißt, auch hier sozusagen das gebogene Sitzrohr, um den Hinterbau nicht zu lange werden zu lassen. Und das ist tatsächlich, wie der Name dann schon sagt, ausgelegt auf noch trailigeres Gelände. Sprich 700C wieder mal 50er Breite. Dann kann man dann auch eine Dropper Post verbauen, damit sozusagen der Schulterschluss auch zum MTB perfekt ist. Das klingt nach meinem Traumrad. Nächsten Monat, also nächsten Monat, Monat, ja. Also eigentlich ist es schon fertig. Aber in 2 Monaten Geburtstag. mega, Andreas, mir juckt es voll in den Fingern. Ich will es jetzt sofort fahren. Ja. Ich würde sagen, wir machen das Fahrvideo jetzt und ihr seht es dann nächste Woche, wenn ihr dran bleibt. Vielen Dank, Andreas, bis dahin. Ja. Ich bin so gespannt, wie das Rad fährt. Und gerne, Felix. Nee. Viel Spaß damit beim Fahren. Und auch von meiner Seite danke fürs Zuschauen. Und, danke dir, Andreas. Bis bald. Bis dann.